Also, es hat was mit Copyright zu tun. Glaube ich auch. Es hat eine Werbefirma den Auftrag gehabt, so ein Ei zu entwerfen. Und dann hat es einen Rechtsstreit gegeben und Rechtsanwälte haben sich auseinandergesetzt. Und die Firma Ferrero hat gesagt, wir zahlen für dieses miese, dümmliche, reinguckende Ei kein Geld. Dann haben die gesagt, wir haben aber Verträge, ihr müsst zahlen. Wir haben auch ein Anrecht darauf, vielleicht dass so und so viel Werbezeit mit unserem Ü-Ei-Mann. Nee, vielleicht war es so, dass sie sich das Ei nicht haben schützen lassen, das normale Überraschungsei. Dann kam eine andere Firma und hat gesagt, wir machen auch ein Überraschungsei. Und die haben sich dann schützen lassen praktisch. Und deswegen musste Ferrero was anderes machen, weil die haben die Rechte an ihrem eigenen Ei verloren. Und das ist bitter. Du weißt, wie das ist. Wenn man nicht mehr Herr seiner Eier ist, das ist schrecklich. Lass uns darüber ein andermal reden. Schon wieder. Ich möchte es jetzt mal vor Zeugen ausdiskutieren. So. Vielleicht ging es um, ich bin jetzt verwirrt und abgelenkt. Also, in jedem siebten Ei, da ist er mit dabei. Ding, ding, ding. Also. Nein, Mann. Also.